Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Italienkasküche. Wir haben draußen wieder Regen, aber wirklich seit Wochen nur Regen. Es kann man im Garten nicht richtig arbeiten, weil der Garten ist noch so weit von uns. Es ist nicht wie beim Haus, kann man jede Minute rausgehen und mal was machen. Es ist wirklich schwierig dieses Jahr. In manchen Orten brennt und vertrocknet, aber ich habe schon langsam Bedenken um meinen Garten, dass nicht so fängt alles so zu faulen, weil es ist wirklich schon langsam zu nass im Garten. Aber ich will jetzt nicht jammern, sondern möchte ich gerne euch ein neues Rezept vorstellen. Und das ist ein Ketchup oder kann man sogar auch nennen als Tomatensauce, weil es ist sehr gut anwendbar. Ob wenn ihr dann Soße macht oder Bolognese vielleicht macht, einfach Gläschen aufmachen und reinmachen. Und da habt ihr auch schon gewürzte so Ketchup da. Und diese Ketchup werden wir heute machen mit den Zucchini. Wir brauchen heute überhaupt keine Tomate, außer wenn ihr so viel Tomaten habt, dass ihr eure so diese passierte Püree oder statt Markt könnt ihr auch so eure eigenen Tomaten machen. Meine Tomaten sind noch grün und das, was kommt, bisschen rot, dann gerne essen wir lieber erstmal frisch, bevor ich das einkoche. Deswegen nehme ich heute als Tomatenmark von Firma Mutti. Gefällt mir sehr. Habe ich jetzt zwei solche kleine Döschen genommen. Dieses Rezept, liebe Freunde, ihr müsst nicht genau auf die Gramme gehen, wie ich es mache. Ich habe jetzt diese Zucchini gewogen, die ist genau 2,5 Kilo. Aber wir müssen für diese jetzt Ketchup die Schale lieber abschneiden, weil das wird das diese grünliche und wir möchten gerne schöne samt und rote Ketchup. Deswegen Schale wird abgeschnitten und innen drinne natürlich sind die bestimmt da große schon Kerne und diese weiche Teil werden wir auch rausschneiden und dann wiegen wir nur das, was wir sozusagen zum Kochen haben. Ich werde alle Zutaten, wie ich heute nehme, unten in die Beschreibung als mein Rezept reinschreiben, aber ihr könnt immer das umwandeln. Und noch was, ich könnte euch so einen Tipp geben, wenn ihr wirklich viel von Zucchini habt und möchtet mal gerne diese Ketchup mit unterschiedlichen Geschmackrichtungen machen, zum Beispiel mal ein, zwei Gläschen mit Basilikum, anderen mit Kühe, die dritte vielleicht mit geräucherter Paprika mehr und die vierte vielleicht noch richtig schön scharf. Ich könnte jetzt diese Masse in einem großen Topf kochen und dann sich diese Masse aufteilen und würzen nach eurem eigenen Geschmack. Und dann habt ihr unterschiedliche Geschmäcker. Das geht wirklich einfach. Kochen, sich ein Töpfchen nehmen und dann die im anderen Töpfchen einfach würzen, das was ihr gerne möchtet machen. Das ist einfach Einführungstipp für euch, wenn ihr möchtet, nicht unbedingt das was ich mache, sondern andere Geschmack noch ausprobieren und dann könnt ihr so natürliches machen. Ich nehme heute auch rote Zwiebeln, das sind die 500 Gramm und gehen die alle komplett weg, weil die rote Zwiebel hat diese Süße und er ist der dunkel, er macht unseren Ketchup etwas dunkler und nicht hell. Als Essig könnt ihr Apfelessig nehmen, Weinbrandessig nehmen, sogar Balsamico-Essig nehmen, wirklich auch kein großer Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme Apfelessig, es wird natürlich etwas würziger, als wenn ich die Weinbrandessig nehme. Das ist Kleinigkeit. Dann nehme ich heute geräucherte Paprika, dann noch die Paprikarosen scharf, etwas Chili und die Süße muss auch da sein. Wenn ihr jetzt gekaufte Ketchup oder Tomatensauce nehmt, lest ihr an der Etikett, da steht auch überall Zucker. Und Zucker braucht man auch. Nur in welchem Menge könnt ihr selber entscheiden. Aber der Zucker mit dem genau Salz, unbedingt kein iodiertes Salz, wenn ihr das für Vorrat macht. Wenn ihr jetzt für gleich essen, könnt ihr
ganz normales Salz mit Jod nehmen. Aber wenn ihr Borat ankocht, lieber kein jodiertes Salz, sondern oder Steinsalz oder Uraltsalz, was ihr da habt. Himalaya-Salz geht auch. Und den Zucker nehme ich auch braune Zucker, weil es auch für den Geschmack besser und für die Farbe besser hier. So, ich werde jetzt erstmal meine Gemüse zerkleinern. So, Gemüse habe ich jetzt klein gemacht, in so eine kleine Würfel. Und jetzt habe ich hier genau 2 Kilo Zucchini-Würfel. Die Zwiebeln habe ich durch dieses Gemüsegerät gemacht, in kleine Würfelchen. Jetzt können wir das alles in einen großen Topf reinmachen. Ja, mein Topf vielleicht ein bisschen zu groß für diese Masse, aber die anderen sind zu klein. Und lieber, wenn es das kocht und plüppert, dann lieber größere Topf haben als kleiner. Und hinterher können wir gleich auch Zucchini-Würfel machen. Wir müssen den Zwiebeln nicht einbraten. So, geben wir jetzt für diese 2 Kilo Zucchini und 1/2 Kilo habe ich jetzt Zwiebeln, gebe ich 2 so eine gehäufte Esslöffel Salz. Danach später können wir immer noch nachwürzen, aber das dann nicht übersalzen. Und brauner Zucker werde ich auch dazu geben und werde ich jetzt schon Herd anmachen. Erstmal auf der langsamen Stufe. Den Gemüse werden jetzt wegen Zucker und Salz werden auch Saft geben und ich gebe hier jetzt kein Wasser oder sowas, weil wir haben danach genug Flüssigkeit und müssen wir dann noch länger kochen, dass es die Flüssigkeit verdammt. Deswegen lassen wir lieber so. Und erstmal auf die langsame Stufe. Danach kann man auch die höhere Stufe stellen. Und kochen wir dieses Gemisch, bis dass die Gemüse wirklich schön weich werden, dass wir die pürieren können. Aber noch, wenn es schon dann Flüssigkeit steht und kocht, gebe ich noch 2 Lorbeerblätter rein zum Mitkochen. Aber wenn ich jetzt die reinmache, werde ich bei dem Rühren die kaputt machen und ich will die nicht verlieren, sondern so ganz rausnehmen dann später. Herd an und weich köcheln lassen. So, liebe Freunde, ich möchte gerne euch nach 10 Minuten zeigen, wie sehen jetzt meine Gemüse. Die haben richtig viel Saft gelassen durch das Zucker und Salz. Und jetzt können wir unser Herd stärker stellen und die Gemüse richtig komplett weich köcheln lassen. Zwischendurch würde ich euch aber raten, trotzdem ein bisschen umrühren. Ich mache auch den Deckel drauf, weil wir brauchen noch ein bisschen jetzt Flüssigkeit, dass die Gemüse wirklich können weich werden. So, es köchelt jetzt noch 20 Minuten. Nach 10 Minuten habe ich die 2 Lorbeerblätter reingemacht. Jetzt hole ich die raus. Das reicht. So sieht jetzt aus in meinem Topf. Es ist von der Flüssigkeit, finde ich, angenehm. Weil wir möchten gerne, dass unser Ketchup auch aus der Flasche rauskommt und nicht zu fest ist. Deswegen ein bisschen Flüssigkeit soll schon sein. So, jetzt gebe ich da die komplette 280 Gramm Tomatenmark. So, jetzt mache ich den Herd aus und mache an die Seite, weil ich habe Elektroherd und deswegen immer köcheln. Und werde erstmal mit meinem Mixer pürieren. So, erstmal richtig schön fein pürieren. So. Es wird es ausreichen. Ihr könnt es so hochheben und sehen, wie fein und sanft ist unsere Soße. So, stellen wir wieder unsere Topf auf heiße Platte und schaute. Meine Soße, nach meinem Geschmack, die läuft gar nicht, sondern so pluppt, so schwer. Dann ist das dick. Wenn wir dann in die Flasche auffüllen und dann wollen wir rausnehmen, es wird dann ein Problem sein, dass wir die rausbekommen. Deswegen werde ich noch ein bisschen von passierten Tomaten geben und das ist ziemlich wirklich so eine feste passierte Tomaten. Schaut.
Ich könnte eventuell komplette Glas reinmachen und dann habe ich das alle. Die ganze Flasche kam hier rein. Das ist wirklich sehr gute Konsistenz. Jetzt können wir auch alle Gewürze dazu geben und aufkochen lassen. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr mal diese Masse in unterschiedliche Töpfchen reinmachen und die Gewürze dazu geben. Zum Beispiel eine mit Basilikum und die andere noch mit was und so weiter und so fort. Ich gebe hier jetzt einen Baby-Teelöffel Paprika Rosenscharf rein. Genauso ein Teelöffel von den geräucherten Paprika. Auch so ein Teelöffel von schwarzem Pfeffer. Etwas von Chili. Wir wollen Schärfe haben. Gut umrühren. Und wir müssen nochmal alles richtig aufkochen lassen. Wenn jetzt er fängt zu pluppern, muss man immer umrühren, weil jetzt haben wir diese Brei und er ist gerne plupp. Und muss man auch aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Und wenn er jetzt fängt zu pluppern, dann geben wir noch den Essig rein. Könnt ihr ruhig probieren. Das muss man unbedingt auch probieren. Wie es schmeckt, 100 Gramm Zucker reichen für diese 2 Kilo Zucchini. Es schmeckt, diese Süße schmeckt fast genauso wie von echtem Ketchup. Alles würzen nach eigenem Geschmack. So schaut ihr, wie schön dick es der ist. Obwohl ich habe die ganze Flasche noch passierte Tomaten dazu gegeben. Aber jetzt im Geschmack es ist mehr tomatiger, weil Zucchini, wie gesagt, es hat keinen Geschmack. Er hat nur jetzt uns Volumen gegeben und diese feine Samte sehr toll geworden. So, jetzt fängt zu pluppern. Jetzt geben wir Essig rein und nochmal aufkochen. Und dann können wir schon in unsere saubere, sterilisierte Gläser einfüllen. Ich koche diese Gläser nicht mehr ein, weil ich fülle immer heißes Produkt in heiße Gläser. Und hier bei den Tomaten ist sowieso die Säuregehalt ist genug. Und eigentlich kann nichts passieren bei den Tomatensoßen. Dort ja schon Essig jetzt. Zugabe. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Gläser bei 90 Grad nochmal 15-20 Minuten einkochen lassen. Immer wieder umrühren, dass unten auf dem Boden nicht anbrennt. Habe schön Schärfe gegeben. Schmeckt wunderbar lecker. Jetzt mit Essig probieren. Es soll für 1 Kilo Gemüse ungefähr zwischen 60 und 100 Milliliter von 5%igem Essig rein sein. Für die Haltbarkeit. Ich habe jetzt 250 Milliliter dazu gegeben. Mache den Deckel drauf, weil es ist wirklich zu gefährlich, wenn es ploppt. So, jetzt kocht schon. Kann ich jetzt noch Temperatur messen. Es muss wirklich nicht unter 80 Grad kommen und besser, wenn es so 90, 93 ist. 95, dann ist das perfekt. Weil bis das wie in Gläser abfüllen, es auch ganz bisschen kühlt es ab. So, ich habe jetzt 93 Grad, werde jetzt den Herd ausmachen, weil es das Elektroherd sowieso noch heiß ist und blubbert weiter und fühle ich schon meine Gläser. Bitte sehr, sehr vorsichtig oder wenn ihr jetzt ankochen es noch die Gläser wollt, dann könnt ihr ruhig von dem Herd den Topf nehmen, alles umfüllen und bei 90 Grad einfach 15-20 Minuten einkochen lassen. So, meine Gläser richtig heiß sind, muss ich mal wieder umrühren und jetzt auffüllen lassen. Schaut ihr, wie schön dick ist. Bisschen anheben, dann geht das schnell runter. Und wir haben wieder eine neue Sorte von dem Ketchup. Ich werde jetzt die Hälfte auffüllen und in die andere Hälfte gebe ich ein bisschen Currygewürz und dann habe ich zwei Sorten, normale und mit dem Curry. Wenn ihr einkochen wollt, müsst ihr unbedingt 1 Zentimeter hier freilassen, dass beim Einkochen die Deckel nicht so toll wölben. Zudrehen und so sieht er aus. Richtig schön rot, wirklich. Wunderbar. So, liebe Freunde, ich fülle erstmal schnell auf und dann sehen wir uns wieder.
So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut, wie viel habe ich jetzt Gläschen mit Ketchup angekocht. Aber da freuen sich meine Kinder, wo ich mir der letzte Rhabarber diese Barbecue-Ketchup oder Soße gemacht habe, haben wir schon 3 Gläser weg. Wenn es abgekühlt ist, haben wir jetzt ans Wochenende aufgemacht. Schaut, ist absolut nicht flüssig, dass er richtig rauslaufen kann. Den Ketchup genauso. Schaut, richtig schön fest und schmeckt. Ich habe jetzt in die Gläser normal, so wie ich euch gezeigt habe, aufgefüllt. Und den restlichen habe ich 1 Teelöffel gehäufte von gekühlt reingemacht und die in so eine kleinere Gläschen reingemacht. Am besten, wenn ihr das macht, wirklich in so eine kleinere Gläschen. Ich habe mir diese Gläser und Kinder meine haben für mich solche Gläser als von die Soßen oder diese Saft. Und das ist wirklich bequem. Wenn man aufgemacht hat, muss man nicht lange im Kühlschrank stehen lassen, weil wir machen keine zusätzlichen Stoffe, chemische Stoffe, das auf Ewigkeit hält. Wenn es zu hält, wirklich jahrelang. Aber wenn man aufmacht, dann möchte man wirklich vielleicht nicht länger als 2 oder 3 Wochen, dass es im Kühlschrank steht. Und schmeckt jetzt, das ist der letzte mit der Kühe. Auch sehr, sehr lecker. So fein, so sanft. Ich kann nur empfehlen, das nachzukochen. Und schaut, wir haben so viel Zucchini und wissen wir gar nichts, was wir damit machen können. Natürlich, ich habe sehr viele Rezepte von Zucchini. Aber das finde ich wirklich perfekt. Wir haben richtig so viel Masse und brauchen wir dafür gar nicht so viel Tomaten. Liebe Freunde, ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin gespannt über eure Kommentare. Über Daumen hoch. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und ich muss erstmal meine Küche aufräumen. Tschüss!